So, meine Lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battlehand Level 11 mittlerweile. Einige Missionen noch vor uns und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Knollenwald wieder mal. Da müssen wir noch ein bisschen was, machen. Wir nehmen mal Bree diesmal mit rein, weil Grill ist zwar schön, allerdings muss er noch ein bisschen höher kommen. Bis Level 20 ist noch ein bisschen bei ihm. Und bis dahin kann ich da eher Bree gebrauchen, um ein schnelles, schmerzvolles Ende den Gegnern zu bereiten. Ach, sehr süß, 300 Leben. Was wollten ihr, ey? So, bereiten wir noch ein Rauchgeschoss vor. 669 Schaden. Eine Zammergranate? Achso, habe ich ja gar nicht. Hey. 160 Schaden. Ah, leider keine Zaubergranate. Das ist schade. Wunderbar. Ein übler Pfeil. Ein Bodenpfeil. Oh, ein übler Pfeil. Mehrfach bis heulende Seele. Mensch, der ist aber ruppig. Das war's gewesen mit dem Knollenwald. Also, diese Mission. Relativ einfach. Und wieder ein Plünder. Ich habe so viele Plünderschlüssel, das ist unglaublich. Stimmt, weil ich Stufe 11 aufgestiegen bin, konnte ich ja meine Helden sogar noch weiterentwickeln. Ich glaube, bis Level 22 gehen die Level jetzt. Ja, wunderbar. Nice, dann kann ich Spiel sogar weiterleveln. Schick, schick. Schon wieder 6 Juwelen dazu. So, haben wir das nächste. Knollenwald Teil 7. Nice. Stufe 21 mittlerweile. Also Bree wird stärker ohne Ende. Ist unglaublich. 3 Kämpfe. Eine Zaubergranate. Wunderbar. Dann fangen wir damit hier an. Noch einen kleinen Blastfeil drauf. Damit der auf jeden Fall schon mal down ist. Doch übler Pfeil muss rauf. Bäm! 50 Schaden. Heilung und Trupp anfeuern. Diese Skills sind so krank. Ohne Witz, Mann. So, der ist sowieso eher, der sollte auch fast schon tot sein. Ja, fast. Wie die mich auf den Palme bringen, die Viecher. Na, da hau ich lieber eine Zaubergranate noch raus. Auf wen gehen sie? Beide auf den Mond, ihr habt es aber echt nötig, wa? Nur weil er euch töten möchte. Ach nein, wie süß. Was ist das denn? Bäm. Ja. So, 97% verbleiben. Ey, wieder eine Himmelskarte. Nice. Ich brauche definitiv mehr Items zum Aufrüsten. Knollen, weil. Achso, erstmal die müssen abschließen, natürlich. Jetzt haben wir wieder Probleme. So, Teil 8. Wir haben noch. Ja, 3 Missionen können wir sogar noch machen damit. Der eine Schlüssel wird sich sicherlich in der Zeit noch einmal aufladen. Ach nein, wie süß die sind. Zack und zack. Wird vielleicht noch nicht getötet. Nö, natürlich nicht. 5 Leben hätte er noch übrig gehabt. Nehmen wir. Er müsste sogar noch mehr Schaden kassieren, oder? Ah, ich will's nicht. Wenn nicht, dass das umsonst gewesen wäre, dass nicht dass die Deflektionsspitze rausgehauen hätte. Aber hier können wir sie auf jeden Fall raushauen. Sogar instant dran gewesen, ja, in der Runde. Instant. Wir haben 3 Runden Zeit. Da würde ich erstmal das Ding hier raufprügeln. Dann packen wir noch einen Schreckstab mit drauf. Dann haben wir beim anderen Skill gleich nur noch eine Runde. Der üble Pfeil, wobei der jetzt natürlich schlechter ist als mein Bodenpfeil. Aber er kommt sofort dran. Bam! Bodenpfeil. Deflektionsspitze. Rauchgeschoss. Noch eins und bam! Tot! Und gleich haben wir den Knollenwald komplett abgeschlossen, Freunde. Gleich ist er fertig. Dann kann ich jegliche Mission dort. Gildas Wasserrune. In Ruhe abfarmen.
Bei der 77% abgeschlossen. So, böige Begegnung, das ist das vorletzte, wenn ich mich nicht täusche. Kämpft. Sogar beide haben einen Vorteil. Es gibt also Luft und Erde in diesem Gebiet. Oh, guck mal, direkt die Deflektionsspitze. Die werde ich natürlich direkt mal raufhauen. Schade. Oh, so eine Deflektionsspitze wäre jetzt ziemlich sexy. Oder eine Zaubergranate, aber beides leider nicht. Schade. Man kann sich ja nicht alles wünschen. Die machen auch kaum Schaden, die Gegner. So witzlos. So, der ist tot, alles klar. Gehen wir auf den nächsten. Bäm! Vor allem, die machen keinen Schaden, oder? Die sind so schwach, die Gegner. So, Deflektionsspitze in deinem Maß ist sowieso gewesen. Kann sie ein bisschen heilen, aber... wird ihm auch nichts bringen. 89% LP verbleiben. Das ist ein bisschen wenig, aber hey. Wieder eine Hand eines Golems. Yes! Das freut mich doch. So, in 46 Sekunden ist der nächste Schlüssel fertig. Ah, 4 Juwelen brauchen wir nur noch. 4 Juwelen. So, das ist der letzte Wächter des Waldes. Dann kriegen wir nochmal 6 Juwelen. Danach können wir theoretisch... ach komm, ich habe sogar Erfolge. Monster Schmettern Teil 4. Arena Boss Teil 2 und Elite Dungeonier Teil 1. Und der ist auch fast schon wieder abgeschlossen. Habe 60 Sterne Elite Dungeons. Dann können wir uns jetzt im Shop für 300 ein Goldpaket kaufen. Zack. Her damit. So, dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Ein Windtotem. Eine blutende Schneide mit 3 Sternen. Das wird also den Messerwurf von Bree ersetzen. Goldene Eier, Windtotem und eine Himmelskarte. Und als Bonusgegenstände gibt es 3 Plünderschlüssel, Dungeon-Schlüssel und einen Arena-Schlüssel. Und wie ihr seht, 25 habe ich bekommen, trotzdem habe ich 45 Schlüssel. Passt irgendwie immer nicht so zusammen, ne? Deck bearbeiten. Ja, wunderbar, hier kann ich die blutende Schneide reinpacken. Das ist einfach mal eine Verbesserung zu dem. Er hat sogar Bluten und Crit-Chance. Nice Sache. 313 Schaden auf höchster Stufe, auch für 2 Runden. Nice, ey. Oh, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, muss ich sagen. Habe ich gerade einen Giftstachel? Nein. Guck mal, was habe ich denn noch, bitteschön? Giftstachel? Warum habe ich denn den nicht drin, bitteschön? Dann nehme ich mal den üblen Pfeil mit raus. Ja, der Giftstachel ist nämlich die wesentlich bessere Version davon. Und die blutende Schneide sieht scheiße aus. Ja, Tatsache, jetzt backt die wirklich so rum. Gut, und hier müssen wir jetzt natürlich noch aufrüsten. Verbessern. Mindestens 108 Schaden wieder. So wie gerade eben. Heißt also, hier muss ich noch ein bisschen was reinballern. Ein heiliges Buch. 110 Schaden. Wunderbar. Und dann will man hier noch den Giftstachel aufbessern. 942 Schaden auf Höchststufe. Holy shit. Was hat's noch gehabt? Vergiftet für 34% Chance gegen Erde zu schwächen. Nice. 194 Schaden, 220 Schaden. Wir werden hier auf jeden Fall noch eins reinballern. Ja, 246 Schaden. Wunderbar. So, wer hat hier denn noch den Messerschnitt gehabt? Außer Bree Hawk eine. Ja, messerscharf. Ja, natürlich das auch noch austauschen, selbstverständlich. Können wir hier irgendwas austauschen? Ups, können wir irgendwas austauschen? Guck mal, was kann man hier so alles austauschen? Nichts. Okay, ist fertig. Ist fertig. Können wir auch nichts austauschen. Ebenfalls nichts. Und hier haben wir noch alles auch nichts. Alles klar, wunderbar. Gut, jetzt haben wir 45 Schlüssel schon wieder. Ist doch eine nice Sache. Dann werden wir uns also die letzte Mission hier auch noch holen. Quests. Zack. Los geht's. Kämpft. Ui, komm, ich kann nicht gleich so eine Folge aufnehmen, weil ich genug Schlüssel habe. Nice Sache. Cool, cool. So, also ein etwas stärkerer Gegner hier. Ein Giftstachel, 301 Schaden. Und eine Zaubergranate. Und vergiftet, ja. Oh, verdammt, er hat den geheilt. Das ist aber nicht so nett von dir.
Eine blutende Schneide. Dann probieren wir gleich mal die ganzen tollen Zauber aus hier. Irgendwie blutet er, oder? Ja. Er blutet leider und ist jetzt gegen Eis und Feuer geschwächt. Gegen Eis und Wald geschwächt. Das ist ärgerlich. Blaspfeil. Schockheiler heilt sich ja nur selber. Blutende Schneide. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. So. Oh, nice. Der kriegt erstmal eine Blutung ab. Nice, dieser Schaden. So awesome. Okay, ich heile mich ja sowieso gleich selber, dann macht das keinen Unterschied. Er wird den sowieso töten. Extra aktiviert Schwäche gegen Erde für... Okay, ist der schon geschwächt? Nein, oder? Nein, ist er noch nicht. Oh, der wollte sogar mich von beide wieder angreifen, du Arsch. Immun gegen Gift. Hm. Der war also immun gegen Gift, die Sau. Deflektionsspitze, komm schon, Alter. Nicht einmal die Deflektionsspitze hatte ich jetzt gehabt. Nummer 1 ist tot. Aber ich hoffe mal, ich überlebe mit den 50% Leben, die ich brauche. Ja, jetzt kommt die Deflektionsspitze, weißt du, am Arsch, Alter. Alles klar. Giftstachel habe ich hier noch. Oh, ein Schaden würde fehlen. Wie mies ist das denn, ey? Habe ich 50% Leben? Sieht knapp aus, ne? Oh, naja, 64, so knapp war es dann. Oh, genau, 25 und holy shit. Das habe ich jetzt nicht gesehen. minimal knapp, würde ich sagen. Stufenaufstieg für Monty, nice. Und der Knäuel ist absolut abgeschlossen. Hier seht ihr jetzt übrigens auch grün 60 von 60. Damit haben wir ja die alles abgeschlossen. 38 Plünderschlüssel habe ich. Holy shit. Wie viel Erfahrung gibt es denn eigentlich? 62, nice. Und sogar der Dreier-Erfahrung. Nice, ein Windtotem. Kann man hier bekommen. Und auf dem Normal konnte man bekommen. Naja, gut. Ein Schmelztiegel. So, damit haben wir das abgeschlossen. Und begeben uns jetzt in die Wasserwege, denke ich. Werden wir uns jetzt gleich bewegen, begeben. Tricks Erdrune, Breeze Erdrune. Irgendwas Neues? Ne, ich glaube, es ist einfach nur das eine Ding weg. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, wir machen wieder kurze Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Battlehand. Machen dann beim nächsten Mal weiter. Und schauen, was es dort im Wasserwege dort so Schönes für uns zu schnetzen gibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.